So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem Schwabe-Player und der lieben Kara und euch natürlich, meine lieben Zuschauer. Ja, da sind wir wieder. Eine weitere Folge. Ich glaube, wir sind schon bei der Nummer 75. Tag 54. Ja, bald ist schon wieder Horden-Day. Ja. Und wenn ihr mal da schon schaut, in unserem Hof, was fällt euch auf? Wir haben hier ein Loch. Ein Monsterloch. Ja, ich habe hier mal ein bisschen abgeräumt, weil, und habe hier mal ein bisschen gesäubert. All dieweil, ich möchte hier mal eine ordentliche Einfahrt für unsere ganzen Fahrzeuge haben. Schaut mal, die liegen hier kreuz und quer und links und rechts und überhaupt. Und ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir hier eine ordentliche Garage hätten. Jetzt habe ich mir das eingerupft und wollte mit euch zusammen hier jetzt mal so ein Garagenrolltor 5x3 basteln. Da brauchen wir Eisen, Schräublerfedern und mechanische Teile. Und so Gott will, müssten wir eigentlich alles parat haben, oder? Mechanische, das sind die elektrischen, die mechanischen, na, so viele sind es gar nicht. Aber schauen wir mal. Hier haben wir noch alles Mögliche drin, das automatische, ganz langsam, Herr Schwabe-Player. Das Schrotflintengeschützturm, das wollten wir dann auch noch aufbauen. Dann haben wir hier Eiser. Und dann haben wir hier ein Bier. Das können wir verkaufen. Das brauchen wir nicht. Dann hätten wir hier Eisen. Da rein. Das können wir vernudeln. So. Haben wir jetzt alles? Wir brauchen immer noch ein bisschen von dem geschmiedeten Eisen. Das müssten wir aber eigentlich da drin haben, aber da ist nichts mehr drin. Wie sieht es eigentlich mit Essen und so aus? Alles gut. Haben wir irgendwo noch mal was produziert? Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Geschmiedetes Eisen. Uns hier einfach mal ein bisschen was durchnudeln. Oh, da ist kein Eisen mehr drin. Haben wir hier noch Eisen? Ah ja. Lass uns hier nochmal ein bisschen Eisen reinschmeißen. So, 3. Das sollte schon reichen, jawohl. Da können wir uns die Geschichte hier basteln. Und zwar einmal bitte dieses Rolltor. Oh, wir haben das ja schon. Schaut mal. Ich wollte jetzt nochmal das Rolltor machen. Wir haben ja hier das schon in Auftrag gegeben. 2,46. Ja, ich war schon so weit. Schau doch mal, ich bin viel schneller, als ich eigentlich denke. Ja, das hatte ich doch noch in der letzten Folge noch schnell gemacht. Beziehungsweise bevor wir ausgeschaltet haben. Beziehungsweise nachdem wir ausgeschaltet haben. Heute bin ich ja ein bisschen konfus. Heute? Naja, gut. Ja. Bevor wir ausgeschaltet haben, habe ich das noch gemacht. Automatische Schrotflintengeschützturm, das wollte ich ja dort oben installationieren. Das, was wir hier brauchen, haben wir hier nicht. Also 2 Minuten noch. Ich vermute mal, dass uns das reichen wird, oder? Yep. Lass uns mal schön rüberstapfen. Und zwar, gut, hier oben wollten wir noch eine zweite installationieren und da drüben wollten wir natürlich ganz oben eine draufpappen, ne? Dass die da runterschießen. Ja, es hat jemand gemeint, ich habe hier kräftig gebastelt und unheimlich viel Aufwand reingesteckt. Ja, stimmt. Aber hat auch Spaß gemacht, irgendwie. Und wir wollen das ja ordentlich gut. Was uns hier natürlich hier noch fehlt, ist natürlich die Abwehrbaracke. Das fehlt uns hier noch, dass wir hier noch zumachen dann ringsrum. Das müssen wir dann auch noch angehen. Aber ich denke mal, jetzt zur nächsten Folge wird man es noch nicht machen. Jetzt wollte ich, weiß nicht, wollen wir die schon hier? Nein, ich möchte die erstmal drüben anbringen. Also, ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine, wie ich es gerne haben wollte, ne? Aber ich würde die jetzt erst einmal drüben dran machen. Und da wir hier so einen tollen Übergang haben, können wir den noch auch gleich nutzen.
müssen wir noch ausbauen. Nein, nein, nicht kaputt machen. Nein! Nicht? Ach, ich hab nichts bei. Ja, deswegen ging's nicht. Ja, es ruckelt klein ein wenig. Ja, wir sind schon recht weit gediegen, meine Lieben. Es ist halt, ja, alles ein klein wenig. Ja, lastig, ne? Etwas lastig, etwas dingslastig, sag ich jetzt mal. So. Einmal Geschützturm. Ich würde den auch wieder hier hinpappen. Schrotflintengeschützturm. Jetzt müssen wir den aber auch anschließen. Und ich gehe mal davon aus, dass das schon noch funktionieren müsste, oder? Ach, jetzt haben wir... Die sind nicht dabei. Ups. Wir müssen noch unser... richtiges Werkzeug mitnehmen. Und ich mit. Ach, wir haben hier ein großes Loch. Ah, unser Motorrad. Yippie, unser tolles Motorrad. Bin immer noch begeistert, dass wir das haben. Das hier brauchen wir. Und ein bisschen was zum Basteln. Moment, Moment. Ah, da kommt schon wieder was. Aber... das soll uns jetzt nicht mehr so allzu groß derzeit stören. Genau so soll das nämlich aussehen. Das packen wir da noch rein. Hm. Ich habe schon lange nicht mehr aufgeräumt. Sehe ich gerade das Getränke da rein. Da können wir mal was essen von. Trinken, wie sieht's aus? Ein Goldrutentee kann man immer nehmen. Aloe-Samen. Wo habe ich die Samen? Die Samen sind auch hier, also packen wir das auch gleich da rein. Das ist alle. Das kommt da rein. Das Bier verkaufen wir. 4200 haben wir noch. Und dort ist doch schon mal nicht ganz so übel. Ich glaube, den packen wir jetzt mal. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da. Das packen wir hin. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ja hier den. Wie viel kriegt man denn dafür? 211. Ich kann mir die Stahlspitzhacke auch verkaufen, ne? Die müssen wir nicht wirklich aufheben. Kommt. Obwohl, wenn uns das mal ausgeht, dann haben wir noch eine. Das Scheifele palten wir und der Schraubschlüssel palten wir auch. Da gibt es ja auch so ein mechanisches Teil. Den würde ich jetzt mal hier reinschmeißen und den auch so mal. Das bisschen Geld lassen wir immer am Mann. Die Eier können wir wegtun. Ah, unsere Pilze sind auch schon wieder alle reif. Die sind erntefertig. Aber das machen wir dann vielleicht dann, wenn wir uns vorbereiten für die nächste Runde am Blutmond. Jawohl, so ist's. So, wir gehen wieder hoch. Und dann schauen wir mal. So, jetzt müssen wir hier. Moment, brauchen 9. Dann mit. Können wir hier noch? Geht nicht mehr, oder? Das ist voll, ne? Obwohl. Nee, ich nehme es gerade mit, oder? Ja. Jetzt müssen wir die Kameravorschau noch wählen.
Achso. Mit Strom betreiben, ja, da müssen wir es halt einschalten. So. Jetzt kann man das hier einstellen. Das machen wir jetzt mal in die Richtung. So. Genau. Das packen wir mal so hin. Ah, das wollen wir abhauen. Fremde gibt es hier keine. Ja. So mal, ne? Wie viel hast du noch? 30, 75. Also die müssen wir alle noch ein bisschen nachladen dann, wenn wir soweit sind. Aber das haben wir jetzt erstmal. Schalten wir hier wieder ab. So, dann wollten wir hier noch schön ausbauen. So, schon erledigt. Hier rüber. So, wunderbar. Was wir natürlich auch noch machen müssen, ist die Treppe dann abrupfen. Das machen wir aber dann. So. Jetzt wird das mal so weit bereit, wenn wir noch Schrotflintenmuni haben. Das können wir vielleicht noch ein bisschen machen, um oben noch ein bisschen was reinzuschmeißen. Ich denke mal, hier müssen wir auch wieder nachladen. Ja. Wir können hier hinten rein, da ist es open. Erst mal weg. Die packen wir jetzt auch mal geschwind weg. Die Muni haben wir noch. Das passt. Das Geld packe ich jetzt mal darüber. So mal. So. Jetzt mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, hier dran pappen, ne? So. Mal rein. Tür geht zu. Ja, wow, die ist natürlich bestens ausgerüstet. Also so. Ja, kann ich mit meinem Zeugs reinfahren und dann ist gut, ne? So. Was mir jetzt nicht gefällt, ist natürlich das Gedönse hier. Natürlich irgendwie eine Durchfahrt. Es gibt ja so kleine Würfelchen, ne? So, jetzt müsste ich mal gucken. Die Blöcke. Wo haben wir die Blöcke? Die haben wir da drin. Ja, obwohl die so stark sein müssen, ich weiß es nicht, aber ist ja mal egal. Jetzt müssen wir die aber ändern. Das müssen... so kleine werden, ne? So, und jetzt müssen wir die hier dranpappen. Fortgeschritten. So, ne? Ach nee. Das war ein Satz mit X. Ganz langsam, liebe Kara.
Ganz langsam, du hast ja Zeit. Du musst nicht eilen, du musst nicht eilen. Ist da einer rein? Aber da hinten nicht. Okay. Das muss weg. Das natürlich auch. So. Wie sieht das jetzt von unten aus? Genau. So passt doch das. Hübsch machen. Haben wir kein Benzin mehr. Was machen wir? Da ist normalerweise was drin. So, genau, jetzt können wir hier aber zumachen, ne? Stellt sich ja schon die Frage, hier ein Doppeltor machen. Wie stark ist das? 1000? 7000? Wenn wir dann noch ein Tor basteln, meine Lieben, oder? Machen wir ein Doppeltor da rein. Seht doch was. Das machen wir. Ja, heute basteln wir. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Dass wir heute ein bisschen ins Basteln übergehen. So, ne? Ja, schreit. Wo ist der Schreihals? Ah! Moin. Das macht man nicht. Hier, die alle hierher rufen. Da kommen sie schon. Die Saubäre. Da kommen sie an. Die Waldfee, die hat uns aber eingeschenkt. Ja, wir haben versucht, das normal zu kriegen. Ne? Hat nicht funktioniert. Ja.
das Ding ist schon mordmäßig heftig. Heieiei. Aber wir sind hier stehen geblieben. Kann es sein, dass das 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste schon passen, ne? Komm, lass uns mal gucken. Dann machen wir gerade nochmal so ein Tor. Wie sieht es mit Munition aus? Ne, halt, Muni, hier. Ich möchte mal gucken, ob wir noch genug haben. Hier. Ja. Mehr als genug drin. Alles gut. Alles gut. Hier hinten. Ja. Da schaut es auch noch gut aus. Dann können wir jetzt so ein Tor da machen. Ein weiteres. Wir brauchen dieses hier und wir brauchen die mechanischen Teile. Wo ist der mechanische Teil? Da. Und wir... Die hier. Die haben wir braucht. Das sind ja aber aufgebraucht, gell? Geschmeidiges Eisen müssen wir machen. Was ist eigentlich da? Eisen, da haben wir auch noch mal ein bisschen. Da geschmeidiges Eisen machen, ja. Haben wir auch mal raus. Und hier bauen wir wieder geschmeidiger Stahl. Das ist raushauen. Ihr seht schon, wir brauchen Eisen ohne Ende. Na komm, lasst uns das hier reinschmeißen. So, Dalle. Das schmeißen wir dann drüben rein. Rohstoffe, ja, da können wir das noch reintun. So. Wie lange braucht es? 11 Minuten noch, gut. Ja. Das müssen wir, wie gesagt, dann noch wegmachen. Den Sand tun wir mal da rein. Diesen einen mal hier hin. Was geht denn da draußen eigentlich ab? Oh, schaut euch die Schande an. Der hat da tatsächlich ein Loch reingehauen. Ich glaube, der spinnt wohl. Wo sind die denn? Nicht drin, oder? Ah. Wie bist denn du hier reingekommen? Echt durch das Loch jetzt? Nee, oder? Ist die durch das Loch da reingekommen? Halt, ich brauche ein bisschen von dem Material. Das muss mir ja fast dicker machen, ne? Ich brauche Betonmischung. Schon, da müssen wir ein bisschen was machen hier, ne? Wir reißen uns das Zeugs hier schon ein mit der Zeit. Na gut, hier nicht. Aber hier seitlich.
Eine auch noch. Betonmischung. Was brauchen wir nochmal für Betonmischung? Das sollte man vielleicht auch mal wieder gleich anrühren. Bruchsand, kleiner Stein und Zement. Bruchsand, kleiner Stein und Zement. Bruchsand, Zement, kleiner Stein haben wir, ne? Jetzt gehen sie mir aber gerade ein klein wenig auf den Senkel hier. Wollte ich mal so beiläufig erwähnen. Also, ne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Okay. Also, wir nutzen ab und zu auch mal die Waffen. Wie jetzt zum Beispiel gerade. Okay, da brauchen wir die Stahlteile. Da haben wir jetzt ja einige. Wir rüsten ein bisschen auf, meine Lieben. In dieser Folge machen wir unsere ein bisschen fester einfach. Ne? Wow. Dass die so schnell weggehen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so viel kosten. Noch ein bisschen was, ein bisschen nehmen wir noch mit. Das passt soweit. Ich würde vielleicht bisschen fester machen. Das, nee. Na egal. Wow. Stoff verbraucht.
So, mal. Zumindest bis zu dieser Reihe hoch. So, mal, ne? Das machen wir auch fester. So, sind wir ein bisschen besser gerüstet. Für die Eventualitäten, die da kommen mögen. Oder auch hoffentlich nicht. Packen wir das wieder zurück. Das auch alles mal wieder zurück. Das lassen wir oben gerade ein paar durch. Was ist eigentlich mit den Stiefelchen da? Wir haben 4er. 9, 2, 9, 3, 11, 9, 12, 6. Okay. Dann lasst uns halt mal ein bisschen ernten, noch geschwind. Jetzt machen. Ich würde mal 20. 20 machen wir immer. Und den Rest den lagern wir jetzt mal ein. Also 20 machen wir jetzt künftig. Dann sollte das erst einmal echt genügen. So. Gut, dann haben wir das auch mal wieder. Jetzt wollten wir noch kurz schnell gucken, ob wir das schon fertig haben. 22 Sekunden. Das läuft auch noch durch. Rohstofftechnisch. Wie sieht es eigentlich mit Patronen aus? 150. 50, die wollen wir noch verteilen. Ein 9er. Könnten wir irgendwann mal wieder ein paar 9er machen, ne? Missing hier rein. Was, das wir verbrennen dürfen, können, sollten, vielleicht noch ein bisschen Eisen. Ja. Sehr schön. Jetzt können wir den dann auch gleich basteln. Die machen wir da rein und wir gucken jetzt nach unserem nächsten Tor. Einmal 9 und einmal Tor hier hin. Zack.
innen. Perfekt. Jetzt haben wir hier die beiden Tore. So ist das super. Aber das müssen wir hier komplett weghauen. Also das gefällt mir so gar nicht hier. Das ist ein bisschen blöd. Aber das können wir immer wieder mal machen, dass wir einfach mal ein bisschen was weghauen, meine Lieben. Das müssen wir jetzt nicht miteinander machen. Ich jedenfalls bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder einen Auftrag machen. Es ist 3:01 Uhr, Tag 55. Ja, so sieht's aus. Das machen wir miteinander. Jetzt haben wir wieder gebastelt. Und in der nächsten Folge, ja, da basteln wir nicht. Da tun wir dann mal wieder ein bisschen was arbeiten, ne? Beziehungsweise wir gehen wieder ein bisschen looten. Können wir brauchen. So, ne? Jetzt haben wir die mal schon mal hier hingestellt. Vielleicht gibt es auch so Boxen oder so, wo wir die reinstellen könnten. Mal sehen, was wir alles wollen, ne? Ja, wie gesagt, vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao.